Hallo liebe Freunde, heute wieder bei mir hier im Cockpit in Hamburg. Heute spreche ich in einem Kurzclip einmal über den Fehler an sich, der Fehler. Wir leben ja heute in einer fehlerintoleranten Gesellschaft, das sozusagen das Gegenteil behauptet. Ja, man muss Fehler zulassen und Fehler dürfen gemacht werden, Scheitern ist erlaubt. Die Praxis, die Wahrheit sieht komplett anders aus. Selten sind Fremdwahrnehmung und Selbstbild so auseinander wie hier. Unternehmen haben kaum eine Fehlertoleranz gegenüber anderen. Es wird sehr schnell Schuld zugewiesen, Bestrafung, Konsequenzen in irgendeiner Form werden direkt oder indirekt an den weitergetragen, der den Fehler begangen hat. Ich lese nicht selten in Ansprüchen, in Leitlinien zur Führung von Unternehmen, ja, Fehler dürfen gemacht werden, aber immer nur einmal. Die Fehlerforschung sagt, und James Riesen ist da einer der führenden Fehlerforscher weltweit, der seit über 25 Jahren tätig ist und entsprechende Literatur dazu auch veröffentlicht hat in unserer Literaturliste, die im Blog zu finden ist, finden Sie da auch eine Menge drüber, sagt, es gibt Fehler, die machen Sie andauernd. Das ist zum Beispiel der sogenannte Expertenfehler, Routinefehler. Routinefehler können nur Menschen machen, die von der Materie etwas verstehen, die diese Tätigkeit ganz häufig machen. Ja? Das ist, sie füllen versehentlich irgendetwas falsch ein. Sie machen einen falschen Handgriff. Berühmte Memory Error, Muscle Memory Error. Der passiert auch Piloten. Das ist nicht zu vermeiden. Piloten machen jeden Tag Fehler. Nur, warum fällt das Flugzeug jetzt nicht mehr runter seit dem Crew Resource Management? Weil die Fehlerkette verhindert. Und hier möchte ich Sie einmal mit dem Schweizer Käsemodell bekannt machen, von dem, was auch James Riesen in den 90er, Anfang der 90er Jahre publik gemacht hat. Das ist, sieht sehr schön aus. Sie sehen also hier, wie ein Fehler sich die Löcher in den Barrieren sucht, durchwandert, immer wieder die Barrieren brechen und hinten oder durchlöchert sind und hinten kommt dann eine fatale Fehlerkette raus. Flugzeuge fallen nicht wegen eines einzelnen Fehlers vom Himmel, sondern sie fallen fast immer durch Aneinanderreihung vieler Fehler vom Himmel, auch wenn das in den Medien häufig nicht so dargestellt wird. Da ist immer schnell ein Schuldiger gefunden und dann war das so oder ist das so. Das stimmt aber nicht. Es ist oft eine Verkettung von sehr vielen Dingen. Und das ist auch in Unternehmen, Organisationen, so ich stelle es in meinen Managementmandaten, immer wieder fest, dass Fehler vertuscht werden, dass über Fehler nicht offen gesprochen wird. Und wir hatten in einem vorherigen Clip darüber gesprochen, was ein gutes Fehlermanagement ausmachen muss, eben Bestrafungsfreiheit, psychologische Sicherheit. Und hier lernen wir heute, und das ist Stand der Forschung, es ist nicht der einzelne Fehler, den Sie verhindern müssen. Natürlich macht kein Mensch extra Fehler. Natürlich soll man seine Arbeit so vorbereiten, mit Checklistenverfahren, dass Fehler minimiert werden, aber ganz ausschließen kann ich sie nicht. Denken Sie an den Routinefehler. Was ich aber ausschließen kann, oder eindämmen kann, fast zu 100%, sind Fehler, fatale Fehlerketten. Das ist also das Barrierenbrechen. Ja, auch dazu habe ich ein Kärtchen. Ja, diese Scheiben stellen ja einzelne Barrieren dar, die brechen durch die gefährliche Handlung eines Menschen, also durch den Fehler selbst. Dann gibt es dafür Vorbedingungen. Mangelhafte Führung, Einflüsse der obersten Leitung, all das sind Dinge, die Fehlerketten begünstigen, die Barrieren brechen lassen. Das sind Voraussetzungen, die Barrieren brechen lassen, um Fehler nachher zu fatalen Ketten werden zu lassen. Und das können Sie sehr wohl beeinflussen und das macht auch ein gutes Threat and Error Management aus. Geht aber, wie gesagt, nur in der schon besprochenen psychologisch sicheren Atmosphäre ohne Schuld und Bestrafung. Dann geht es auch sehr schnell, dass Sie der Sache Herr werden. Das für heute zu diesem Thema. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.